Hallihallo, ich bin's wieder, euer Knossi, und jetzt nochmal ein ganz kurzes Video zu Black Ops 3. Ihr wisst ja, in den nächsten Tagen, ganz genau am 26.04. wieder der erste Reveal-Trailer von Black Ops 3 released werden von Activision, und viele werden jetzt gespannt sein, wann das neue Spiel herauskommen wird. Wir wissen ja aus Erfahrungen, dass das neue Call of Duty immer im November des darauffolgenden Jahres erscheinen wird. Das heißt, auch diesen November 2015 werden wir uns über Black Ops 3 erfreuen können. Nur die Frage ist, wann genau im November? Und hier wurde jetzt, ihr seht den Screenshot, wurde bei Amazon etwas Kleines geleakt, denn wenn man eine Zeit lang auf den Advanced Warfare, auf die Day Zero Edition gegangen ist und man diese bestellen wollte, dann ist dort gestanden, dass es vielleicht eine neuere Version gibt und dass diese am 3. November erscheinen soll. Ob das jetzt ein Fehler im System war oder nicht, oder ob das nur so ein kleiner Streich oder ein kleiner Scherz von Amazon sein könnte, das weiß man nicht, das werden wir wahrscheinlich am 26.04. erfahren. Ich denke, es ist aber ziemlich realistisch, dass es am 3. November erscheinen wird. Was mir noch vorstellen können, dass es am 10. November erscheinen wird, denn Call of Duty ist bis jetzt immer an einem Dienstag erschienen, zumindest die letzten Call of Duty sind immer am Dienstag erschienen, meistens aber am 2. Dienstag im November, und da wäre auch wieder eben der 10. November im Gespräch. Ob es der 3. oder der 10. November ist, glaube ich, macht jetzt aber nicht so einen großen Unterschied. Ich glaube, wir werden das noch ganz früh erfahren. Ich wollte euch nur diese ganz kleine Info hier am Rande mitteilen, und jetzt, wenn es am 26.04. die ganzen heißen Infos gibt, dann werdet ihr natürlich alles auf meinem Kanal finden. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr auf jeden Fall abonnieren. Falls ihr dann noch von dem Trailer neue Videos sehen wollt, dann gebt dem Video vielleicht einen Daumen nach oben, und ich sage Tschau und bis zum nächsten Mal, euer Knosti.